Jo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen super nebligen und brandgefährlichen Folge Vigo auf der PlayStation 5. Und wir sind hier auf meiner momentanen, ich nenne sie mal Pesh oder Passkarte. Das ist die Karte, wo wir bis jetzt, ja, meistens am Anfang draufgegangen sind. Sagen wir es mal so. Und hier wird auch verdammt viel meistens geschossen. Ja. Ich weiß nicht warum. Die Karte ist irgendwie ein bisschen verflucht. Ich habe deswegen diesmal auch zum ersten Mal ein Sturmgewehr eingepackt mit ganz vielen Kugeln. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich damit was treffen werde. Das Sturmgewehr habe ich noch nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie viel Rückstoß das hat. Aber nun gut. So. Wir gehen hier diesen kleinen Weg entlang. Und sehen zu jetzt, dass wir hier ein paar Häuser looten. Haben wir hier Nahrung, auch nicht verkehrt. Und Ziel für diese Folge ist auf jeden Fall auf dieser Karte, ja, eine schöne Runde haben, Loot mit nach Hause nehmen und am besten nicht drauf gehen, ja. Das ist das Ziel. Und halt sich die Karte noch ein bisschen mehr anschauen, weil leider konnte ich noch nicht die Karte richtig mehr ansehen das letzte Mal, wo wir das erste Mal hier waren. Und diesen einen Bereich konnten wir da ja entdecken, den Bereich, wo so viele Autos standen. So ein großer Parkplatz. Der war auf jeden Fall nicht verkehrt vom Loot her. So, was haben wir denn hier? So eine Art Holzfällerlager würde ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen nennen. Lass uns mal durchs Fenster klettern. Okay, geht nicht. Doch hier. Ah! Da hinten. Da habe ich ihn gesehen. Ist er rausgerannt? Das konnte ich leider jetzt nicht sehen. Frieden, Kollege. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ach nein, das ist ein Schießstand hier. Deswegen ist das hier so frei, die Stelle. Ich dachte, die Bäume wurden dort gefällt, weil das wie so eine Art Holzfällerlager ist. So, wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Büschen wegrennen hier. Ich weiß, ich hätte mich jetzt auch mit dem anlegen können. Ja, das ist mir bewusst. Aber ich will ein bisschen mehr auf Nummer sicher hier gerade auf der Karte spielen. Weil ich mir die Karte leider noch nicht richtig so anschauen konnte. Hier sind ja auch diese Armeestützpunkte, nenne ich sie mal. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen mehr looten. Das Ding ist halt, der Spawnpunkt hätte auch echt besser sein können von uns, diese Runde hier. Aber nun gut, vielleicht wird der Spawnpunkt dann in der nächsten Runde besser. Denn wir machen so oder so auf jeden Fall zwei Runden, denke ich, auf der Karte jetzt hier. In dieser Folge. Komm schon. Das Fenster. Wie letzte Nacht. So. Langsam hier entlang. Ja, langsam hier entlang durch ein leeres Haus. Das trifft es besser. Wo ist denn hier mal ein bisschen Zeug? Und diese Häuser sind so extrem lang. Die gefallen mir nicht vom Aufbau hier gerade. In den Häusern habe ich Angst, dass jemand da sitzt irgendwo. Und auch so kann jemand in einem kleinen Haus sitzen, ja. Aber ein großes Haus bietet natürlich mehr Platz. Für Feinde. Und für uns selber auch. Und bis heute frage ich mich, diese Luken hier unten, kann man die nicht irgendwie öffnen? Das wäre doch irgendwie cool, wenn man dann so unter dem Haus wäre. Oder wenn man da irgendwie in so eine Art Keller nochmal kommen könnte oder so. Also es sieht halt für mich aus wie so eine Art Luke, wo man runtergehen könnte. Daran denke ich, wenn ich das so sehe. Okay, wir haben eine Waffe gefunden. Schön. Immerhin etwas. Erfreuliches. Glas haben wir jetzt auch gefunden. Auch wenn es nicht viel ist, ja. Ich freue mich schon über jedes bisschen hier gerade. Man muss auch einfach sagen, das ist echt ein Fakt.
Diese Stadt hier ist verdammt gefährlich, weil hier halt alleine schon so viele Häuser sind. Alleine deswegen schon zieht es hier bestimmt viele Spieler her. Andererseits, einige werden natürlich auch abgeneigt sein, ja. Größerer Ort ist natürlich auch gefährlicher. So, das ist auf jeden Fall jetzt das letzte Haus, was wir hier durchsuchen. Danach verlassen wir hier diese City. Würde ich mal sagen. Gut, wir gucken mal auf die Karte. Wir befinden uns Stand jetzt hier. Wo sind wir denn gespawnt? Ich glaube hier drüben oder hier. Hier ist so ein Armeestützpunkt, hier ist so ein Armeestützpunkt. Und hier oben. Ja. Dort denke ich, sind gerade die meisten Feinde. Ich würde. Ah, ja, stimmt, wir kommen von hier. Ja. Weil hier haben wir uns lang gearbeitet. Dann könnten wir jetzt hier rechts lang. Hier ist zum Beispiel ein Haus, was wir anscheinend noch nicht entdeckt haben. Und hier hinten ist auch noch was, wo unentdeckt steht. Okay. Was ist denn dort hinten noch? In der Stadt. Aber das steht ja unentdeckt. Okay, lass uns dort mal noch hin, bis das entdeckt ist. Okay, lass es mich kein Fehler sein. Okay, nur das mit Militärbasis. Gut. Das haben wir jetzt auch entdeckt. Und jetzt könnten wir eigentlich hier hoch machen, oder? Nee, nee, nee. Wir machen schon hier rechts lang, ja, wo nochmal zwei kleine Häuser hier hinten kommen. Ist vielleicht der bessere Weg. Wenn wir gleich in einem Haus sind, tun wir auf jeden Fall dann erstmal die Karte öffnen und auch unser Inventar. Und dann erstmal kurz gucken, was wir alles insgesamt jetzt schon so haben. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir sind, also von der Füllung der Tasche her gesehen. Wie viel wir noch mitnehmen können und so. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. So, wir sichern erstmal das Haus. Weiß nicht, ich will mich in Sicherheit wissen, dass ja auch wirklich keiner irgendwie in der Ecke sitzt. Hatten wir ja schon mal in einem Haus, da haben wir zwar den Gegner dann besiegt, aber trotzdem, das hätte auch schief gehen können, weil der Gegner oben am Dach saß. So, wir machen hier die Tür zu. Diesen Raum finde ich eigentlich erstmal recht sicher. Altes Menü. So, okay. Ja, wir haben gerade mal zwei Reihen hier voll. Ah, da geht mehr. Da geht wirklich mehr. Gut, ich lade mal die zweite Waffe hier noch nach. So. Loot-technisch geht auf jeden Fall mehr. Also... Das ist wirklich leider gar nichts so richtig bis jetzt hier. Ich habe mehr erhofft, bin ich ehrlich. Und ich würde einfach mal dorthin zu diesem einen unentdeckten Ort. Abwurf wäre jetzt auch. Ja, da geht natürlich auch, dass wir da hingehen. Aber lasst uns jetzt einfach mal zu meiner Markierung, zu dem einen unentdeckten Ort. Das ist eh eine Art kleiner Militärstützpunkt. Einfach dort mal gucken. Auch wenn dort vielleicht schon einer war, dann decken wir immerhin noch ein bisschen hier die Karte auf. Von den Standorten her. Und da hinten ist ein Feind. Der könnte jetzt meinen ganzen Plan ändern. Oh. Es sind so viele Deckungsmöglichkeiten. Der könnte sich hier an so vielen Stellen verstecken. Am besten einfach weiter rennen, denke ich. Die Sache ist nur die, will er uns verfolgen? Will er uns jagen? Das ist die Sache. Südlicher Flak Außenposten, okay. Kann man hier auch irgendwo nach unten? So, wir haben den Ort jetzt enthüllt. Kann man da irgendwie auch rein? Oder ist das so? Ich glaube, das ist so hier. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Wir haben ja auch nur einen kleinen Ort da auf der Karte gesehen. Gut, dann gehen wir jetzt noch hier hoch, denke ich. Zu dem anderen Militärstützpunkt. Mich täte mal interessieren, wie viele Spieler wohl gerade noch hier auf der Karte unterwegs sind. Wie viele schon abgehauen und erledigt worden sind. Halt. Oh, oh. Alter.
Schnell, 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 schnell. Gucken, ob hier was ist. Nein, nichts. Wow, da drüben. Da drüben. Hinter mir glaube ich auch noch, ich weiß es nicht. Runter erstmal. Erstmal runter. Ah! Nein! Alter, da macht er uns einfach noch platt. Mit seiner Shotty. Hätte ich nur auch eine Shotty mitgenommen. Ach, schade. Trotzdem eine coole Runde, immer ein paar coole Orte entdeckt. Ja? Mal sehen, vielleicht sogar Levelaufstieg. Gucken wir mal. Nee, aber immerhin Hälfte. Mehr als Hälfte ist langsam ja voll. Schade. Schade. Ja. Ist leider schief gegangen. Ist leider schief gegangen. Hätte vielleicht zeitiger abhauen sollen, aber ja, mit so wenig Zeug, ja, wäre auch nicht so. Hätte mir halt nicht so viel gebracht. Ja. Da ist es besser, nochmal ein Risiko einzugehen. Hätte ich jetzt was Geiles gehabt, ja, wäre ich natürlich abgehauen. Ja, aber so. Passt schon. Ist jetzt nicht ein allzu großer Verlust, was wir jetzt hier verloren haben. Von daher, ja, ist okay. So, ich würde sagen, wir verbessern jetzt hier nochmal so ein Kräuterregal. Zack. Und jetzt gucken wir mal hier. Jawohl, wir haben eine Rohstoffkiste immerhin bekommen. Die öffnen wir mal und hoffen, dass da was Schönes rauskommt. Draht, Materialien, Treibstoff, gut. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in ein zweites Match rein. Das Sturmgewehr fand ich eigentlich gerade ganz geil. Das hat schön geschossen, wie ich finde. Ich weiß bloß nicht, wie es aussieht. Teilt es gut aus, kriege ich damit schnell Feinde weg. Moment, hier ist das Sturmgewehr. Ja, nehmen wir nochmal, würde ich sagen. Aber diesmal nicht zwei Magazine, sondern diesmal einfach nur wieder eins. So. Dann gehen wir jetzt nochmal in eine Karte rein. Weiß nicht, nochmal auf die Karte. Oder nehmen wir Krontheim. Ja, nehmen wir Krontheim-Tal, denke ich. Dann hatten wir eine Runde jetzt die, ich nenne sie verfluchte Karte. Ja, die Karte, wo ich irgendwie oftmals schlechte Runden habe. Und dann haben wir jetzt hier in der zweiten Runde die Karte, wo ich oftmals wegkomme und die halt auch ein bisschen fröhlicher aussieht, die Karte. Ab zum Krontheim-Tal jetzt nochmal für die zweite Runde. So, Krontheim-Tal ist jetzt dran. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier eine erfreulichere Runde wird und eine Runde, die etwas besser läuft. Auf jeden Fall ist es auch diesmal hier dunkel. Aber das sollte sich, denke ich mal, dann gleich ändern noch im Verlauf dieser Runde. Naja, falls wir da nicht erledigt haben bis dahin. Das ist die andere Sache. Aber nun gut. Wir haben immerhin einen ganz coolen Spawnpunkt hier bekommen. Ich will gleich auf jeden Fall in die Kirche gucken. Ja, hinter mir ist jemand. Oh, oh. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Tür zu. Der läuft links von uns draußen auf jeden Fall. Wir gehen mal hoch. So. Wir bleiben auf jeden Fall hier oben. Na, vielleicht ist er auch beim Frieden unterwegs. Und kämpft nicht. Doch, der ist drin. Der ist drin in unserem Haus. Ich hoffe, dass er eigentlich wieder abhaut. Um ehrlich zu sein. Na. Okay, wir springen runter und rennen zur Kirche. Los. So. Gut. Geschafft. Jetzt in die Kirche rein. Ja. Natürlich ist die verbarrikadiert hier. Komm schon, geh auf, geh auf, geh auf. Okay, hier ist ein Tresor.
Hier ist es jetzt verdammt gefährlich. Komm schon. Oh. Schnell hinten das öffnen. Los. Los, mach doch schneller. Da kommt jemand. Oh, Hilfe. Das hat gerattert. Das hat gerattert. Wir gehen hier hoch. Der hat uns auf jeden Fall einen guten Schuss verpasst. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier noch eine Flinte. Gut. Gut, gut. Jetzt hier rangehen. Und alles einpacken. Wir haben alles. Jetzt würde ich sagen, gehen wir hinten raus. Was haben wir jetzt alles so dabei? Okay, das Foto zerstören wir. Brauchen wir nicht. Panzerungskomponente. Schön. Metallteile haben wir auch einige. Gut. Wir sind draußen. Okay, wow. Das ist mir leider echt noch nie passiert im Spiel. Jetzt gerade zum ersten Mal passiert. Mir ist das Spiel leider voll abgeschmiert, voll abgestürzt. Und damit ist jetzt leider auch unser Loot verloren. Echt frustrierend. Ja. Aber nun gut, was will man machen? Ne? Ist aber jetzt auch zum ersten Mal vorgekommen, dass ich sowas hatte. Vorher noch nie. Trotzdem extrem schade. Ja? Vor allem, weil wir halt gerade es geschafft haben, einen Kill zu machen und dann noch, ja, diesen schönen Loot dort zu holen. Aber nun gut, wir hatten immerhin einen schönen Kill jetzt eben. Da ist trotzdem schön gewesen, wie ich finde. Und ansonsten in der anderen Runde davor haben wir immerhin ein bisschen mehr noch die Karte erkundet namens Batterie Draug. Ich weiß, dass ich den Namen eh falsch ausspreche, deswegen ja, nenne ich es jetzt einfach mal so. Nun gut, da würde ich jetzt auch sagen, Leute, wir machen das dann jetzt einfach so. Wir machen jetzt an dieser Stelle hier die Folge Schluss. Dann geht die Folge jetzt mal ein kleines bisschen kürzer. Nächste Folge, denke ich mal, geht wieder so um die 25 bis 35 Minuten, denke ich. Und ja, ich würde sagen, wir aktivieren jetzt mal noch kurz etwas, was es hier herstellen soll. Als nächstes. Und ja, wir schauen dann zu, dass wir jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit wieder hier einen Aufstieg hinkriegen. Einen Aufstieg von dem ganzen Zeug insgesamt hier gesehen. Also von unserer Basis, dass wir da in die nächste Stufe kommen. Denn wenn wir da in die nächste Stufe kommen, haben wir dann auf jeden Fall auch hier die Möglichkeit, das hier zu holen. Stromgenerator. Mehrere Verbesserungen gleichzeitig nehmen. Will ich definitiv haben. Aber zum aktuellen Stand können wir das eh noch nicht nehmen. Wir brauchen insgesamt um die 400 Elektronikteile und Metall auch fast 5000. Also enorm viel. Aber was für mich aktuell eh auch wichtig ist, ist auch das Zeug hier mit der Nahrung. Denn ich möchte ja eh sowieso auch hier draußen beim Spendendings dort mal mitmachen. Aber dafür brauchen wir halt erstmal viel mehr Nahrung und Nahrungsproduktionsquellen, damit wir hier richtig mitmachen könnten. Ich sehe gerade, jetzt ist hier das nächste schon da. Und so, das geht jetzt 6 Tage und 15 Stunden. Da würde ich sagen, warten wir dann nochmal diese, ich sag mal, 7 Tage ab. Ja? Und beim nächsten Mal, da machen wir dann wirklich da damit mit dem Spenden. Dass wir halt wirklich erstmal da nochmal an Vorräten ordentlich was zusammenkriegen in diesen nächsten 6-7 Tagen. Und dann dort was spenden. Gut, das war es nun wirklich mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge ein wenig gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!